Kochendes Wasser sofort verfügbar, Sprudel- und gekühltes Wasser auch sofort verfügbar. Im heutigen Video geht es um den Cooker und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und in der einen oder anderen guten Küche befindet sich auch eine Armatur, mit der man sofort kochendes Wasser zur Verfügung hat und wenn man möchte und das auch im Vorfeld vorbereitet hat, kann man sich das komplette Getränkekisten Wasserschleppen sparen, denn auch diese Armatur in unserem Fall sorgt dafür, dass wir hier an unserer Spüle, an unserer Wasserstelle gekühltes und sprudeliges Wasser haben. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Wir haben hier installiert einen Cooker mit der Armatur Flex. Das heißt, wir haben eine U-Armaturform. Flex deshalb, weil wir hier noch einen Schlauch haben und also sprich einen Zugauslauf. Und die Armatur ist ja nicht die Zauberei, sondern die Zauberei befindet sich bei uns hier im Spülenschrank. Denn im Spülenschrank selber haben wir hier jetzt Platz geschaffen für ein Heißwasserreservoir mit 3 Liter Fassungsvermögen. Das ist bei Cooker der Pro 3. Und wir haben daneben den Cube, der ist für das gekühlte Wasser zuständig, mit der CO2-Kartusche, wo wir dann den Sprudel erzeugen können. Und das Ganze ist bei uns hier noch ergänzt mit einem Filter. Ja, und wie setzt sich das alles zusammen? Wie viel Platz braucht man? Was hat man für Vorteile? Was gibt es für Nachteile? Bei Cooker habt ihr die Möglichkeit, zum Zeitpunkt des Videos aus 12 Armaturvarianten auszuwählen, was die Form betrifft. Und dort habt ihr bei den einzelnen Armaturen noch einzelne Dekorvarianten, was halt das Farbspiel angeht. Also ihr könnt diese Armatur direkt auf euer Küchendesign abstimmen und habt nicht irgendeinen Fremdkörper in eurem Spülenbereich. Ja, und wenn wir dann nach unten schauen, wir haben hier in unserer Küche natürlich ursprünglich nicht dieses System vorgesehen gehabt, weil zum Zeitpunkt der Montage dieser Küche und zur Planung gab es einen Cooker noch nicht, also die Küche ist schon etwas älter. Wir haben das Ganze jetzt hier nachträglich eingebaut, also auch für euch zu Hause. Ihr könnt das natürlich auch in eure bestehende Küche nachrüsten. Ihr müsst nicht warten, bis ihr eine neue Küche habt. Und ja, vom Platzbedarf, man kann das Ganze unterschiedlich anordnen. Kommt natürlich auch darauf an, wie das bei euch gebaut ist. Die Empfehlung ist, montiert den Cooker in euren Spülenschrank und das Abfallsystem, das plant ihr ergonomisch unter die Arbeitsplatte. Sollte das nicht gehen, dann müsst ihr einfach gucken, wie ihr das Ganze im Spülenschrank organisiert oder ihr sucht euch einen Schrank daneben. Vom Platzbedarf kommt ihr, wenn ihr das hintereinander baut, auch mit 30, 40 cm breiten Schränken um die Runden. Empfehlung vom Hersteller 60 cm Breite einplanen, weil ihr seht ja auch schon, dass hier der ein oder andere Schlauch noch seinen Platz benötigt. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben es hier mit einem 3 Liter Wasserreservoir zu tun. Cooker bietet auch an für Haushalte, die nur einen Kaltwasseranschluss haben, den Kombi. Das heißt, ihr habt statt 3 Liter 7 Liter kochend Wasserreservoir und habt dort eine Mischgruppe dabei, damit ihr das kochende Wasser dann mit kaltem Wasser mischen könnt und ganz normales Brauchwasser, warmes Brauchwasser zur Verfügung habt. Und wenn ihr relativ lang auf euer warmes Wasser in der Küche warten müsst, dann könnt ihr euch für den Kombi Plus entscheiden, denn der sorgt dafür, dass die Wartezeit verkürzt wird, indem er erstmal aus dem Cooker kochendes Wasser mit beimischt und ihr dann sofort warmes Brauchwasser habt. Also haben wir hier mit der Heiß- oder Kochendwasseraufbereitung 3 Varianten. Wir haben die ganze Vielfalt der Armaturen und ihr könnt, wenn ihr das möchtet, das Ganze, wie gesagt, um den Cube ergänzen. Beim Cube sei gesagt, dass ihr hier, so wie wir, die CO2-Flasche montieren könnt, aber für Starkverbraucher besteht auch die Möglichkeit, eine große CO2-Flasche zu benutzen, die mit anzuschließen. Da gibt es dann nochmal ein extra Anschlussset dafür
Und dann steht dem Sprudelwassergenuss nichts mehr im Weg. Gerade beim Thema Zeitersparnis kommt natürlich auch hier das Thema für Arbeitgeber heraus. Denn mit dem Kuger spart man erheblich Arbeitszeit seiner Mitarbeiter. Denn man hat nicht mehr in der Teeküche die Wartezeiten auf den Wasserkocher für, wie gesagt, Tee oder Instant-Suppen, was da alles in den Büros zubereitet wird, das entfällt, spart hier unheimlich Arbeitszeit und natürlich dann am Ende des Tages auch Geld. Und bei dem gekühlten Wasser ist natürlich das Thema, dass man sich das Kistenschleppen erspart. Und wenn jetzt die Frage kommt, woran erkenne ich denn, wie viel Sprudel ist denn noch oder wie lange hält mein Filter hier noch im System? Ganz einfach, der Cube hat eine Anzeige, eine Balkenanzeige, wo ihr seht, den Füllstand der CO2-Kartusche und halt der Filterkartusche. Ja, wenn ihr schon einen Kuger zu Hause habt in eurer bestehenden oder neuen Küche, dann schreibt gerne eure Erfahrungen bei uns in die Kommentare. Und weitere Technikvideos findet ihr über den Link. Wenn ihr Interesse an unseren Küchenplanungen habt, Inspiration, haben wir für euch einen zweiten Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.